Mein Name ist Harald Egidi. Ich leite seit März 2015 das Nationalparkamt, war zuvor in Mainz im Umweltministerium tätig und hatte dort das Projekt Nationalpark. Nationalpark ist etwas, was wir in Rheinland-Pfalz in dieser Form noch nicht hatten. Wir haben zwar kleinere Wildnisgebiete immer schon gehabt, wie Naturwaldreservate oder auch Flächen im Pfälzerwald, aber Nationalpark als großes zusammenhängendes Wildnisgebiet in einer Region, die natürlich auch sich hervorragend dafür eignet, das war nochmal eine ganz neue, spannende Aufgabe. Der Entstehungsprozess war ein sehr interessanter, der gestartet ist in 2011, eigentlich schon mit Erstellen des neuen Koalitionsvertrages in Rheinland-Pfalz, damals Rot-Grün. Und man war in der Zeit sehr stark geprägt durch die damaligen Ereignisse Stuttgart 21 und hat gesagt, wenn wir ein großes Projekt bei uns noch einmal angehen, dann wollen wir das im Rahmen eines breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozesses starten. Und insofern war das auch eine neue Entwicklung für uns. Wir sind in drei Stufen vorgegangen. Die erste Stufe war zunächst erstmal eine sogenannte Interessensbekundung. Das heißt, wir haben in einzelnen Regionen gefragt, ist dieses Nationalparkvorhaben für euch als Region ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte? Und hier im Hochwald, da hat man gesagt, ja, das ist ein Thema für uns, kommt vorbei, startet bitte mit einem Bürgerdialog. Die Strategie war, sich immer sehr sachlich und sehr offen mit anderen, mit gegnerischen Meinungen auseinanderzusetzen und auch in der Wertschätzung diesen Leuten nicht quasi feindlich oder abwertend gegenüberzutreten, sondern sie wirklich in ihrer Problemlage auch ernst zu nehmen, an dem Punkt abzuholen, wo sie stehen und sich damit auseinanderzusetzen. Sehr oft gab es auch voreilige Gerüchte nach dem Motto, wir werden ausgesperrt, man kommt nicht mehr in den Wald hinein, ich darf nicht mehr spazieren gehen, mein Hund kann nicht mehr ausgeführt werden. Und da hilft es, auf vernünftiger, sachlicher Basis den Leuten darzustellen, was wird weiterhin möglich sein, sich nicht zu sehr in die Emotionen abdriften zu lassen, sondern beruhigend zu wirken, mit Sachargumenten zu wirken, aber dann am Ende, und das tun wir jetzt auch in der Umsetzung, verlässlich zu sein. Ein Nationalpark ist ja zunächst erstmal ein sehr großflächiges und auf Dauer ausgerichtetes Wildnisprojekt. Zunächst fragt man sich, nanu, kann das auch einen regionalwirtschaftlichen Impuls bringen? Aber man hat hier sehr früh erkannt, dass Natur sehr wohl auch ein Kapital sein kann, sei es mit Blick auf Tourismus, sei es mit Blick auf Dorfinnenraumentwicklung, mit Blick auf Entwicklung eines ÖPNV, mit Blick auf Bekanntwerden der Region überhaupt und mit Blick auf eine lebenswerte Region auch schaffen. Und da haben wir über unseren engeren Auftrag hinaus, quasi Wildnis in einem Waldgebiet zu entwickeln und zuzulassen, denke ich, einen ganz wichtigen Impuls gesetzt. Man sieht es auch daran beispielsweise, dass wir inzwischen sehr weit vorangeschritten sind mit Partnerbetrieben im Bereich Hotellerie, Gastronomie, wo privatwirtschaftliche Initiative dazu geführt hat, sich mit diesem Thema anzufreunden und auch Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren und etwas aufzubauen. Und wir merken es Zug um Zug auch an anderer Stelle, dass hier Bewegung hineinkommt. Wir haben vor Gründung des Nationalparks nahezu 4 Jahre lang Powerplay gemacht und wir sind jetzt im dritten Jahr und machen immer noch bis zum Anschlag Powerplay. Ich muss so ein wenig schauen, dass wir auch irgendwann mal aus dieser Startphase in eine konsolidierte Phase eines Normalbetriebes kommen. Ich muss schauen, dass wir auch personell mit Blick auf Gesundheit und Motivation des Teams nachhaltig sind und wir nicht aus Übermotivation und Überbelastung heraus unter Umständen Ausfälle haben. Ich bin eigentlich jedes Wochenende oder auch sehr oft gerade nach Dienstschluss noch mal irgendwo draußen unterwegs. Ich habe mir auch fest im Kalender eingetragen, jeden Dienstagnachmittag will ich einmal im Gebiet unterwegs sein. Es ist für mich essentiell zu sehen, was tut sich draußen. Vor 2 Jahren bin ich mit Rucksack einmal der Länge nach durchgewandert. Mit dem Zelt, was ich dann, habe ich mir selber die Ausnahmegenehmigung erteilt, mit dem Zelt, was ich dann mitten im Wald aufgeschlagen habe, um einfach mal das Gefühl mitzubekommen, was tut sich. Und es ist wirklich wichtig und empfehlenswert, das mal getan zu haben.
Wir wollen ja auch Trekkingplätze für solche Zwecke einrichten, mal mitzubekommen, wie ist die Geräuschkulisse, was stört denn, wo habe ich Verkehr oder Fluglärm. Man bekommt einfach ein anderes Feeling für die Natur. Und ich nehme mir jedes Mal eigentlich immer einen neuen Punkt vor, wo ich denke, hier bin ich noch nicht so ganz sicher, da muss ich mal schauen, was ich tut. Und auch jedes Mal komme ich mit so einer kleinen internen Memo-Liste zurück, was mir aufgefallen ist und was ich toll fand oder wo ich denke, dass wir noch besser werden müssen. Unterm Strich muss man das Thema leben. Also ich bin irgendwann immer so 7:45 bis 8 Uhr im Haus und gehe hier so um 6 Uhr raus. In der Regel werfe ich dann aber spätestens um 8 Uhr abends wieder zu Hause den Rechner an und gucke, welche Mails sind eingegangen. Ich habe kein Wochenende, wo ich nicht mal 1 bis 2 und mehr Stunden am Schreibtisch sitze, meistens auch, um irgendwas in Ruhe vorzubereiten können. Man kann keinen umfassenden Text oder keine Präsentation zwischen Tür und Angel im Büro entwerfen. Insofern ist es mehr oder weniger ein Rund-um-die-Uhr-Job und damit muss man noch ein wenig leben, umzugehen. Aber auf der anderen Seite ist es so herausfordernd und so interessant und jeden Tag auch irgendetwas Neues, dass alles andere nahezu schon langweilig wäre.